Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück hier bei einem neuen Lebenszyklus. Wir sind hier auf der wunderschönen Farm unterwegs und heute gibt es mal den Pferdelebenszyklus. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr öfters Lebenszyklen sehen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und jetzt geht es los. Aber ganz kurz noch, bevor es losgeht, Leute, dieses Video wird unterstützt durch Raid Shadow Legends. Das Spiel habe ich euch schon mal gezeigt, es kam gut bei euch an. Deswegen gibt es heute nochmal eine kleine Vorstellung. Ich möchte euch einmal das Spiel zeigen auf dem Handy und jetzt geht's ab. Raid Shadow Legends ist ein neues RPG-Handyspiel von 2019. Man kann Raid Shadow Legends nur mit PC- und Konsolenspielen vergleichen. Und das Beste daran ist, das Spiel ist komplett kostenlos. Das Spiel hat eine coole Grafik, eine coole Story und es wurde von mehr als 10 Millionen Spielern innerhalb von 6 Monaten gedownloadet. Und es hat über 300.000 Rezensionen im Google Play Store. Alle Champion haben eine richtig coole Grafik und sind richtig detailreich dargestellt. Und mein Lieblingschampion ist der königliche Jäger, weil er mit dem Bogen spielt und ich liebe es ja auch mit dem Bogen zu spielen. Es wird auch neue Fraktionen geben, Tag Team Arena und neue Clan-Bosse. Außerdem die Möglichkeit mit Clan-Partnern zu kämpfen. Deshalb kannst du mich gerne in-game unter dem Namen C-Pet suchen und gerne in meinen Clan kommen. Also lade jetzt Raid Shadow Legends durch meinen Link in der Videobeschreibung runter und bekomme 50.000 Silbergeld und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des Neueinsteigerprogramms. Viel Spaß! Okay, Leute, ihr habt das Spiel gesehen. Wie gesagt, ihr könnt euch das Spiel gerne in der Beschreibung runterladen, wenn ihr Bock habt. Und ja, also Leute, wir sind heute mal wieder hier auf der wunderschönen Farm unterwegs. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Und ich habe dort hinten schon eine Kleinigkeit gesehen. Und zwar ist dort ein komisches Pferd aufgetaucht. Und ihr wisst es, Leute, ihr kennt die Farm wahrscheinlich schon aus einigen anderen Videos. Wir haben hier Hühnchen. Wir haben dort in der wunderschönen Farm haben wir einen Tracker stehen, also wir haben mehrere Tracker stehen. Wir haben nicht nur einen, dort hinten haben wir auch noch unsere Kühe. Aber was dort hinten aufgetaucht ist, ist eigentlich nicht ganz normal. Ein Pferd, und dieses Pferd macht komischerweise mein Feld kaputt. Ey, Pferd, geh runter dort von meinem Mähdrescher, was soll denn das? Also jetzt, glaube ich, spinnt er. Jetzt wird er komplett verrückt. Jetzt übertreibt er hier total. Ey, Kollege, was machst du da? Okay. Kannst du bitte mein Weizen in Ruhe lassen? Pferd, stehen bleiben! Ey, 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 Kollege, Kollege, Kollege! Stehen, stehen! Ey, jetzt reiß doch mal langsam! Ich weiß gar nicht, wie ich ihn stoppen kann. Vielleicht kann ich ihn locken. Pferdchen, ich habe zu Hause was Leckeres zu essen. Komm mal mit mir mit. Komm mal mit. Es regnet hier sowieso, also komm mal mit. Ja, genau. Fein machst du das. Komm mal mit, folg mir mal. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn am Haken, ne? Hier, schönes Weizen habe ich in der Hand. Schönes Weizen. Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Springen? Springen? Ja, okay, er kommt mit. Okay, perfekt, Leute. Ich habe ihn jetzt an der Leine. Sehr schön. Also, jetzt muss ich hier nur einmal den Ausgang finden. Es gibt hier, glaube ich, gar keinen Ausgang. Ey! So, dann komm mal mit. Und ich habe dir nämlich ein ganz, ganz schönes Plätzchen ausgesucht. Und zwar habe ich hier vorne mega viel Platz. Hier ist der Bereich, wo du dich aufhalten kannst. Gefällt dir der Bereich? Ja, okay, sehr schön. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Okay, dann bleib mal hier sitzen. Ich hole dir mal was zu essen. So, das Problem ist nämlich, ich habe eigentlich gar nichts, was man so Pferde geben kann. Ich glaube aber mal, ich habe in einem Pferdemagazin gelesen, dass man den Rotten Flesh geben kann. Ich habe nämlich hier noch ein bisschen was. So, der wird wahrscheinlich auch total müde sein. Aber mein Ziel ist es nämlich, dass ich dann zwei Pferde habe, sodass ich auf dem anderen Pferd reiten kann. Und auf ihn kann ich dann, ja, weiß nicht, dann habe ich ihn noch als Haustier oder so. Also, ich weiß jetzt nicht, wie du heißt. Ich nenne dich einfach mal, Rudolf. Du heißt jetzt Rudolf. Okay, Rudolf ist so ein schöner Name. Rudolf das Pferdchen. So, Rudolf fertig. Ich würde dir gerne etwas zu essen geben. Problem ist nur, ich habe nichts im Hause. Ich kann dir etwas Rotten Flesh geben. Stehst du drauf? Stehst du drauf? Okay, das heißt ja. So, dann hier. Ich hoffe, das ist richtig, weil ich habe gelesen, dass ich dir kein Hühnchenfleisch geben kann. Schmeckt es dir? Schmeckt es dir? Oh, ich glaube nicht so ganz, oder? Oh, ich glaube, er mag es nicht. Ich kann dir noch mal ein bisschen geben. Magst du das oder magst du es nicht? Und, oh, ich glaube, der mag das nicht, ne? Nee, ich glaube, das mag er nicht. Ich kann dir noch ein bisschen Weizen anbieten. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie Auswirkungen hat auf mein Pferdchen. Rudolf, ich habe hier noch mal ein bisschen Weizen für dich. Ist das was Besseres? Oh, ich glaube, der kotzt das aus. Das sieht aber nicht so gut aus. Oh, Weizen mag er auch nicht, ey. Nein, ey, bleib stehen! Nein! Nein, bleib stehen! Okay, ich glaube, ich muss ihn einfach mal auf die Farm lassen. Ich glaube, das hat keinen Sinn, ihn hier
festzuhalten. Er wird sich wohl selbst dort bedienen. Ich habe ja eigentlich sowieso genug, von dem her soll er sich da eigentlich rumtreiben. Ich habe eh noch ein bisschen was zu Hause zu tun und ich wollte mir noch so einen Sattel holen, weil ich ja das Reiten lernen wollte. Das wäre doch eine perfekte Angelegenheit, ne, um Reiten zu lernen. Dann würde ich sagen, okay, besorge ich mir mal einen Sattel, bestell mir den einfach mal irgendwo im Internet, okay. Okay, also, ich habe jetzt gehört, dass mein Sattel angekommen sein soll, aber ich sehe weit und breit nichts. Ey, oh, warte mal, der war hier vor der Tür. Perfekt, ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit ein neues Pferd besorgt, aber ja, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, das andere Pferd ist irgendwie abgehauen und auf dem Feld. Ich konnte es nicht mehr, bekommen. Aber hier ist mein anderes Pferd, das ist Ferki. Und Ferki möchte jetzt aber gerade noch nicht so ganz. Kollege, warum möchte er nicht? Oh, jetzt, Moment. Ich brauche hier nochmal ein bisschen Weizen, glaube ich, sonst wird das hier nix. Ja, was ist denn das aus der Scheune? Aus der Scheune kommen irgendwelche komischen Geräusche. Ey, was ist denn da los? Ich komm gleich. Moment, ich muss erstmal hier das Pferd ableinen. Moment, komm, gönn dir. Mann, wann kann ich denn das Pferd hier reiten? Das muss doch irgendwie funktionieren. Ja, jetzt, okay, klasse. So, was ist denn da hinten los? Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst, muss ich sagen. So. Okay, Leine mitgenommen und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach, was dort los ist. Okay, also, was ist denn da? Ach, oh mein Gott! Ey, was ist mit dir passiert? Alter, du bist doch das Pferd von gestern, oder? Du warst doch, wie hieß der nochmal? Alter, dem geht's ja gar nicht gut. Kollege, warte mal ganz kurz. Ich habe hier noch ein bisschen Essen für dich. Ist das vielleicht besser? Das Fleisch, das ist bestimmt besser. Gönn dir mal ein bisschen von dem anderen Fleisch, das ist besser. Der sieht auch echt grün aus. Der hätte wahrscheinlich irgendwas Ekliges gegeben. Obwohl, denkt ihr, das war das Rotten Flesh? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht das Weizen? War das Weizen dran schuld? Ich kann es mir aktuell nicht erklären. Rudolf, hör mal zu. Du bist doch Rudolf, oder? Okay. Rudolf, ich glaube, dir wird's gleich besser gehen, wenn wir erstmal eine Runde, einen Ausflug machen. Ein bisschen, galoppieren, ein bisschen, ich zeig dir einfach mal, wie man Tricks macht und sowas. Ich bin hier sowieso mit meinem neuen Pferd unterwegs. Komm mal mit. Okay, und zwar, ich habe eine andere Idee. Hör mir zu, Rudolf. Dir geht's wahrscheinlich nicht so gut, aber ich habe einen Hinweis bekommen. Oh nein! Was machst du denn da? Was machst du denn da? Warum hat er... Er hat schon wieder so einen komischen Gifteffekt bekommen. Ich habe gehört, es soll hier irgendwo so eine Art Gegengift geben in der Gegend. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo das sein soll. Irgendwo in der Nähe von den Trucks, habe ich, glaube ich, gehört. Lass uns mal nachschauen bei den Kühen. Finden wir hier irgendwo eine Chest? Hier muss irgendwo eine Chest in der Nähe sein. Komm mit, du kommst hier doch bestimmt irgendwie rüber, ne? So, perfekt. Okay, hier sehe ich aktuell gar nichts. Keine Chest weit und breit. Hier drin ist ebenfalls nichts. Etwas Redstone haben wir hier. Komm hier durch. Du sollst... Es wird schon wieder. Nein, hier entlang. Ach Gott, ich muss ganz schnell hier diese Potion finden. Wo kann denn diese Potion sein? Es kann doch gar nicht so weit sein. Okay. Hier vielleicht irgendwo zwischen, ist hier wohl vielleicht irgendwo eine Kiste? Ich steig mal ganz kurz ab hier. Haben wir irgendwo hier zwischen eine Kiste? Nein, hier ist gar nichts. Okay, gar nichts weit und breit. Gucken wir weiter. Hier vielleicht in der zweiten. Hier muss doch irgendwo, da ist eine Kiste, da ist sie. Das musste wahrscheinlich sein. Hier, Splash Potion. Eine werfende Potion. Komm mal mit. Also, das kann jetzt sehr, sehr komisch sein. Für dich wahrscheinlich eine ungewohnte Sache. Du musst jetzt aber hier in diesen Käfig wieder kommen. Einmal hier rein und ich werde dich gleich mit einer Potion abwerfen. Geh hier rein, hier nach vorne, dadurch. Genau. So, ich werde dich jetzt gleich mit einer Potion abwerfen und diese Potion wird dich heilen. Sie soll das einzige Gegenmittel sein. Also es gibt kein anderes Gegenmittel. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann wahrscheinlich gar nichts. Hörst du mich? Okay. So, das heißt, ich werfe sie auf dich drauf und wir gucken mal. So, und... Oh mein Gott, ich glaube, das hat, glaube ich, geklappt. Es hat, glaube ich, geklappt. Das wird erstmal noch ein bisschen dauern, bis es wirkt. Aber bleib mal hier. Bleib da. Das ist nicht gut. Oh nein, es haut ab. Oh mein Gott, es ist wieder abgehauen. Ach Mann, ich hätte den Käfig vielleicht ein bisschen größer machen sollen. Aber ich konnte ihn nicht dran hindern. Er hat solche Kräfte, ich konnte nichts machen. Ich kann ihn auch nicht zähmen oder so. Er macht, was er will. Okay, dann würde ich mal sagen, ich bringe das Pferd hier wieder zu mir nach Hause. So. Okay, also Leute, ich werde erstmal eine Nacht drüber schlafen, noch ein paar Sachen am Rechner fertig machen. Ich wollte sowieso noch ein Video aufnehmen, ich denke, das sollte passen. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich wollte nämlich noch ein Essvideo aufnehmen, wo ich meine
Cookies vorstelle, und zwar Orion. Lecker, lecker, lecker. Okay, also Kamera läuft. So, Leute, wir essen heute mal ein bisschen Kekse in diesem Video. Ich stelle euch heute die neuesten Kekse vor. Ah, Leute, ich habe noch jede Menge vor heute. Was sind das für Geräusche draußen? Hä? Was ist das? Lol, was ist denn das für ein Pferd? Ist das nicht Rudolf? Das ist Rudolf. Ey, Rudolf, alte Sau, du bleib mal stehen. Nein, lass die Hühnchen in Ruhe. Was soll das? Nein, lass es. Rudolf, geh weg. Pferd, das kannst du nicht einfach meine Hühnchen töten. Wie viel hat der mitgenommen? Ich glaube, der hat die kleinen Chickies mitgenommen. Nein, nicht die Chickies. So, den hole ich jetzt ein. Kollege, das kann nicht dein Ernst sein. Ich hab dir versucht zu helfen. Ich hab dir alles gegeben und du... Nein, nicht noch die Kühe. Was haben dir die armen Kühe getan? Lass die in Ruhe. Wahrscheinlich ist er jetzt sauer, weil er nicht das Gegenmittel hat. Komm, hör auf. Nein, hör auf damit. Nein, nicht mein Pferd. Okay, Leute. So, jetzt gleich sollte er down sein. Jetzt gleich. Mach, dass du Land gewinnst, Kollege. Mach, dass du Land gewinnst, wirklich. Das kann doch nicht dein Ernst sein, hier einfach unschuldige Sachen zu töten. Komm. Nein, hör auf. Werde ich dir zeigen, wo der Hammer hängt. So, Kollege. Zack, zack, zack. Nein, ich habe meine eigene Kuh getötet. Nur wegen dir. Ich kann ihn nicht aufhalten. Er ist zu stark, glaube ich. Wie kann er denn so stark sein? Warum? Er ist tot. Ich habe ihn besiegt, Leute. Oh mein Gott, ich wollte ihn nicht töten. Er war wie ein Freund für mich. Aber das Problem war einfach, dass er meine Tiere hier getötet hat. Jede Menge. Er hat eine nach der anderen Kuh getötet. Das war der absolute Wahnsinn, Leute. Oh mein Gott. Ich bin wirklich traurig, dass es so enden musste, aber es ging nicht anders. Leute, lasst jetzt gerne mal ein Like da, wenn ihr ihn auch gerne verschont hättet. Ich hätte ihn wirklich sehr, sehr gerne verschont, aber es ging nicht anders. Deshalb lasst ein Like da und lasst ein Abo da, auch wenn ihr mehr Lebenszyklen sehen wollt. Abonnieren auch nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, Leute, und ciao.